Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist Mittagszeit. Ich zeige euch jetzt mal was ganz Bestimmtes. Und zwar gehen wir heute mal in den Warung Laiana. Kommt einfach mal mit, ihr werdet begeistert sein. So, das ist jetzt ein kleines Restaurant. Ich muss mal gucken, wo die anderen sind. Vajan, seine Frau und Barbara sind auch wieder dabei. Wir wollen mal gucken, wo die sind. Hallo. Ich habe sie schon gesehen, aber ich zeige euch das ja auch mal. Das ist in einem kleinen Dorf, direkt an der Hauptstraße. Für alle süße Schleckermäuler. So, ich habe die anderen drei gefunden. Schauen wir mal, was für einen Platz sie sich rausgesucht haben. So, Barbara hat sich ein Sweet and Sour Crispy Fish bestellt. Und ich habe ein Thunfischsteak mit weißer Cremesoße, gerösteten Vegetables und French Fries bestellt. So, und jetzt, ich habe euch ja gesagt, das sagen euch auch die Preise dazu. Wenn das Essen da ist, zeige ich euch das nochmal und dann sage ich auch, was das kostet. So, und wie ihr schon erkennen konntet, ist ja alles ziemlich naturell gestaltet. Ich zeige euch jetzt mal den kleinen Vorgarten von diesem Restaurant. Achtung, Achtung! Das ist cool, oder? Mein lieber Mann. Also ich glaube, so ein Restaurant findet ihr in Europa nicht. Nein. Unser Tourhund ist auch dabei. Der bringt uns immer heim. Wenn sich der Tourguide verlaufen hat, bringt er uns nach Hause. Das ist cool, oder? Wie gesagt, ein kleines, bescheidenes Restaurant. Brauchst du die Rechnung? Jetzt warten wir mal auf Getränke. Genießt einfach. 31. Oktober. So, der Matthias. Schönen Tag. Ja. Cheers, Barbara. Cheers, meine Frau. Also das ist ganz schön grün, ne? Ja. Sag auch meine Saat. Saat. Erdbeere mit Pfefferminz. Perfekt. Tja, eine Erdbeere. Eiskoffee Brutalo, damit der Fahrer immer wach ist. Lecker. Lecker. Jetzt warten wir gemütlich aufs Essen. Das haben wir uns verdient. Min. So, das ist Vajan sein Salat. Was ist da drin, Vajan? Die nennt man diese Gericht Gado Gado. Besteht auf Ethnosauce, also Tofu, Tomaten drin, Shrimp Crackers und Gemüse. Gemüse muss noch gucken, was da drin ist. Ne? Vielleicht hier. Oh, hier Spinat wahrscheinlich. Oh,
Zwiebeln, Weißkraut und Salat. Und Salat. Was kostet das? 20.000, umgerechnet 1,10 €. 1,10 €? 1,10 € ungefähr. Cool, danke. Ja, super. Ja, und das ist deine Brokkolisuppe. Frischen Brokkoli, der muss halt importiert werden, der ist nicht von Bali. Deswegen ist der ziemlich teuer. Kostet 1,80 €. 1,80 €. Ramak Makan, mein Freund. Das heißt, guten Appetit. Ramak Makan, danke. Ramak Makan. Danke. Ja, so, das Essen ist jetzt vollständig da. Wir essen jetzt mal gemütlich was. Zeig mir mal, das ist Barbaras. Wir waren in Frankfurt. Und mein Thunfischsteak gegrillt. Und wir hatten dann. Kostet zusammen, haltet euch fest, 6 €. Guten Appetit! So, dann habe ich hier noch einen schönen Baum gesehen. Schaut mal. Bayan, wie heißt der Baum? Nee, namanya. Pohon kapuk. Was macht man damit? Kapuk dipakai untuk buat kasur, buat pakaian, ya. Aha. Ini bahannya ringan, bisa diolah untuk pakaian. Ah, oke. Okay. Also der Baum heißt Kapuk und das ist so ähnlich wie Baumwolle. Das wird hier dann verwertet für Matratzen zu füllen oder Kissen oder so, ne? Also Natur pur. Wir können noch viel lernen vom Bayern. So, Freunde, das war mal ein kurzer Besuch in einem schönen, tollen Restaurant. Wir haben jetzt gegessen, wir haben getrunken. 4 Leute, alle zusammen mit Trinkgeld. 300.000. Das sind umgerechnet 16 €. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch sehr gut gefallen hat, bitte abonnieren. Und ihr wisst ja, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Hallo, herzlich willkommen auch die neuen Abonnenten. Herzlich willkommen im Boot. Das war's für heute. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.